Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum Mega-Camp. Was das bedeutet, das werden wir gleich hören. Ich möchte kurz vorher noch, auch an dieser Stelle, weil ich glaube, ich passt Herrn Alexander Lichtenberg ganz herzlich grüßen von Union Investment. Und ich habe eins vergessen und deshalb Asche auf mein Haupt. Ich soll natürlich auch herzliche Grüße von meinen Vorstandskollegen ausrichten, Herrn Hollmann, Herrn Dr. Otto und Herrn Dr. Wilde, die an den Bildschirmen sitzen und natürlich mit dabei sind und gerne hier gewesen wären. Herr Dürfler, jetzt schaue ich mal wieder nach links. Sie sind da, ich sehe Sie. Sie nicken, das heißt, Sie hören mich und da werden wir sicherlich auch gleich Sie hören. Bitte schön, Herr Dörfler. Ja, vielen Dank, Herr Viehweger, Dr. Viehweger, dass ich hier etwas über das Megacamp Genossenschaften erzählen will, kann und darf. Kurze Information, ich grüße Sie aus ein paar Kilometern nördlich von Wiesbaden und so wie rund 16.500 Kolleginnen und Kollegen der R&V bin auch ich im Homeoffice. Ich starte jetzt gerade meine Präsentation. Das Video geht wahrscheinlich dann parallel aus, aber Sie können dann die Bilder sehen und meiner Stimme folgen. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass die Präsentation zu sehen ist und möchte über das Megacamp Genossenschaften erzählen, und zwar die Initiative für das Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems. Vorab mal kurze Worte zu meiner Person. Mein Name ist André Dörfler. Ich bin Innovationsmanager bei der R&V Versicherung, der genossenschaftlichen Versicherung hier in Deutschland. Und seit über 30 Jahren beschäftigen mich die Themen Transformation und Change und beschäftigen mich auch ganz stark mit der genossenschaftlichen DNA. Und möchte es mit einem Augenzwinkern sagen, auch damit, wie man Genossenschaften so ein bisschen entstauben kann. Denn in manchen Szenen, in der Gründer- und Start-up-Szene beispielsweise, werden sie nicht unbedingt als frisch und innovativ empfunden. Und daher habe ich es mir als Aufgabe gemacht, mal zu schauen, wie kann man denn die Genossenschaften erklären und erläutern. Und aus dieser Arbeit heraus ist dann das Megacamp Genossenschaften entstanden, das mit mehreren gemeinsam initiiert wurde. Ja, das Megacamp hat ein Ziel, nämlich das angesprochene Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems und auch eine ambitionierte Vision, nämlich 30.000 Genossenschaften bis 2030 in Deutschland zu erreichen, und zwar um das Leben von Menschen zu verbessern. Diese Vision vor Augen haltend, wir haben ja aktuell 7.700 Genossenschaften, das würde eine Vervierfachung innerhalb von 10 Jahren bedeuten. Weshalb es diese Vision gibt, was die Motivlage dahinter ist, darauf gehe ich gleich ein. Und wir hatten ein Startevent für das Megacamp Genossenschaften, also das Camp der Genossenschaftsmacher, und zwar im Januar 2020, kurz vor Lockdown, konnten wir uns treffen. Hier ein paar Eindrücke und Stimmen zum Start-Event. Wir waren insgesamt 180 Teilnehmer, und zwar aus Deutschland, aus Österreich und aus Südtirol. Und wir trafen uns in der R&V-Akademie. Und wie wir eigentlich erst im Nachgang uns bewusst wurde, haben wir dort ein Event über 2 Tage gemacht, dass es wohl so in Deutschland noch nicht gab. Denn wir haben Menschen zusammengebracht, die 2 Tage nur über Genossenschaften gesprochen haben und sich ausgetauscht haben, die normalerweise im Social Media sagt man, in ihren Bubblen, in ihren Blasen sind. Also die Innovationsleute kamen zusammen mit den Nachhaltigkeits-Communities. Aus der Gründer- und Start-up-Szene waren auch viele vertreten. Wir hatten genauso gut aus Politik Bürgermeister dabei, wir hatten Professoren dabei und aus der Gesellschaft eine große Bandbreite. Und diese besondere Mischung der Teilnehmerzusammensetzung, dass es nicht nur jene waren, die immer wieder sich als schon wissend, tief wissend, was Genossenschaften sind und was ihre einzigartige DNA ist, sondern auch darüber hinaus Menschen zusammenzubringen, das hat einen bestimmten Spirit erzeugt und dementsprechend sehr positive Stimmen zum Event. Sie können es auf den Bildern sehen. Wir hatten die Frau Kollack, die ein Grußwort schilderte, und wir hatten auch den BVR als Partner.
Sie sehen den Herrn Köpper von der GLS Bank, der Workshops zum Thema Nachhaltigkeit hielt. Wir hatten beispielsweise die erste Schülergenossenschaft in Hessen, die Schülergenossenschaft Green Leibniz mit auf der Bühne und viele andere Genossenschaften mehr und Wissenschaftler und Akteure aus der Gründerszene, die jeweils ihren Blick auf das Thema Genossenschaften geworfen hatten. Die Initiatoren dieser Initiative zum Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems sind die R&V als Unternehmung, meine Person und der Markus Stegfellner, den einige kennen, der ja in der Genossenschaftsszene ja auch sehr, sehr aktiv ist. Und wir werden immer wieder gefragt, warum macht denn R&V so eine Initiative? Was ist denn das Motiv dahinter? Und da möchte und darf ich unseren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Rollinger, zitieren, der da sagt, wir wollen noch mehr zum Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems beitragen und dabei selber wachsen. Und uns ist ganz wichtig zu sagen, dass es eine Initiative ist, gemeinsam mit Partnern, wie es bei Initiativen und Bewegungen ist. Man braucht halt einen Startimpuls, den geben wir gerne. Aber uns ist es ganz wichtig, ganz viele Partner zu haben, mit denen wir das gemeinsam machen. Denn gemeinsam gestalten wir die genossenschaftliche Zukunft. Und diejenigen, die in der genossenschaftlichen Finanzgruppe und bei den Genossenschaftsbanken sind, kennen diesen Ausdruck genossenschaftliches Ökosystem mit regionaler Prägung. Hier wird ein Bild skizziert bis 2030, wie sich dieses Ökosystem weiterentwickeln sollte. Im Zentrum aus der Perspektive von Genossenschaftsbanken sind die Privat- und Firmenkunden und die Mitglieder. Und das Bild ist, dass die Angebote der Genossenschaften über Finanzdienstleistungen hinaus zu einem genossenschaftlichen Ökosystem mit regionaler Prägung weiterentwickelt werden sollen. Und um damit das Ziel zu erreichen, die Lebenswelten der Kunden und Mitglieder nutzstiftend mitzugestalten und dort noch präsenter zu sein. Und dadurch ergibt sich auch die Ambition und die erweiterte Rolle, dass Genossenschaftsbanken noch viel stärker Förderer ihrer Region werden sollen. Vor Augen haltend, wir haben ja etwas über 800 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Und wir sehen, dass in diesen konzentrischen Kreisen im Zentrum sind die Kunden und die Mitglieder, die Genossenschaftsbanken bilden den weiteren Kreis, die genossenschaftliche Finanzgruppe, zu der ja die R&V-Versicherung zählt, Union Investment, Schwäbisch Hall, Easy Credit, DZ Bank und weitere, bilden den weiteren Kreis, der Leistungen für die Kunden und Mitglieder liefert. Und nun gibt es dort einen sehr, sehr interessanten Kreis, auf den das Megacamp Genossenschaften fokussiert, nämlich der Kreis von Genossenschaften, und zwar viele Genossenschaften je Genossenschaftsbank. Denn das genossenschaftliche Ökosystem vom Gedanken her soll auf Kooperation mit Genossenschaften anderer Branchen aufgreifen, also Energie, Wohnen und. Denn daraus wird ein Potenzial gesehen, ein großes Potenzial, und Kooperationen bieten sich dabei einfach an. Und das Megacamp will daran ansetzen, mit zu unterstützen beim Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems, dass es mehr Genossenschaften gibt, und dafür zu unterstützen beim Aufbau der Infrastruktur, die ja schon vorhanden ist, aber sie noch auszubauen. Darauf gehe ich gleich nochmal drauf ein, was damit gemeint ist. Also Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems. Und hier sieht man ja, hier gibt es ganz viele Akteure, die daran ein Interesse haben, das voranzubringen. Nochmal zu dem Ziel und der Vision. Das Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems, gerade skizziert aus dem Blickwinkel von Genossenschaftsbanken, habe ich gerade dargestellt. Und die Vision ist, 30.000 Genossenschaften bis 2030 in Deutschland verbessern das Leben von Menschen. Ich möchte Ihnen kurz schildern, was die Reaktionen auf diese ambitionierte Vision sind. Das eine ist, das ist doch nie erreichbar. Was eine Vervierfachung innerhalb von 10 Jahren? Das ist doch utopisch, sagen die einen. Die anderen sagen, was? Genossenschaften sind doch so gut, wir bräuchten noch viel mehr davon. Manche lesen nur den ersten Teil des Satzes und sehen nur das quantitative Wachstum.
Aber ich möchte ganz deutlich darauf hinweisen, es geht um das Leben von Menschen verbessern. Wir erinnern uns, Raiffeisen und Schulze-Delitzsch, das haben sie in dem Start der Genossenschaftsbewegung, auch die Rockdale Pioneers, uns mitgegeben. Sie haben sich darum gekümmert, das Leben von Menschen zu verbessern. Und das ist ganz tief in der DNA von Genossenschaften verankert. Wie können diese Gründungen erfolgen? Zum einen durch natürlich Unternehmensgründung, Genossenschaftsgründung. Und wir erleben ja in Deutschland eine ganz, ganz große Zahl von Unternehmensnachfolgen, wo nicht klar ist, wie geht es mit den Unternehmen weiter. Und Genossenschaften bieten sich ja auch für Unternehmensnachfolgen an. Und da in dieser Kombination Gründung plus Nachfolge und Nachhaltigkeit, daran könnte es gelingen, diese Vision zu erreichen, die natürlich ambitioniert ist. Wir wissen nicht, ob sie erreichbar ist, aber wir wollen uns was Ordentliches vornehmen. Sie sehen unten die Zeitreihe mit einem Start-Event im Januar, Projekte, die dann folgen, weitere Events im 21 und in 23. Wir wollen daraus also eine Serie machen. Und was sind nun die Herausforderungen, um dieses Ziel und diese Vision zu erreichen? Das eine ist, es ist auch heute schon angeklungen, die Bekanntheit und die Verbreitung von Genossenschaften ist eigentlich viel zu gering. Sprich, es braucht mehr Marketing und Kommunikation, um dort das voranbringen zu können. Es ist auch schon kurz angesprochen worden vom Herrn Holzenkamp, nämlich wie es in Hochschulen und in Schulen, in Bildung, in Forschung Genossenschaften viel stärker drin vorkommen müssen. In den Gründungs- und Nachfolgeberatungen von beispielsweise IHKs und Gründungszentren und anderen mehr müssten Genossenschaften viel mehr drin vorkommen. Auch das Thema Finanzierung und Förderung, dort das gesamte Spektrum abzubilden, ist ein wichtiges Thema. Ebenso die Digitalisierung. Und natürlich haben Veränderungen bei Gründungs- und Nachfolgeberatung, Finanzierung, Förderung und Digitalisierung Implikationen auf Recht und Politik, die wohl überlegt sein wollen. Aber auch hier gibt es dann daraus Handlungsbedarf. Und wenn man quantitativ und qualitativ im Ökosystem wachsen will, muss man das auch messen oder sollte man das messen. Somit gibt es ein Monitoring. Die eben angesprochenen Projekte hatten wir im Megacamp im Januar letzten Jahres schon gestartet. Allerdings hat Corona dazu geführt, dass die Projekte nicht so intensiv laufen konnten wie geplant, denn alle Beteiligten hatten wegen Corona den Fokus auf andere Themen, daher nachvollziehbar. Aber wir starten jetzt wieder im Sommer gut rein und wollen ja das nächste Megacamp in diesem Jahr noch durchführen. Ich hatte schon angesprochen, wir haben Partner und haben neben dem Ereignishaus, die ja zur Genocom zählen und der Axica Partner für das Event. Und ich freue mich sehr, dass über Andreas Wieg die Anfrage positiv beantwortet wurde, dass der DGRV sowie bei der Pilotveranstaltung auch weiterhin und der Partner sein wird. Ebenso, dass Herr Dr. Köhlbach zustimmte, dass die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft Partner ist. Und der Herr Viehweger, Herr Dr. Viehweger hat ebenso zugestimmt, dass die Schulze-Delitzsch-Gesellschaft Partner wird. Und wir stellen uns noch viel mehr Partner vor. Wir sind ja gerade in der Vorbereitung, so wie wir den DGRV, so wie wir die regionalen Genossenschaftsverbände, so wie wir Genossenschaftsbanken, so wie wir den Deutschen Start-up-Verband, den Verband der Social Entrepreneure und auch den österreichischen Verband als Partner hatten, Medienpartner hatten wir verschiedene. So stellen wir uns auch in 2021 vor. Und wir wollen mit dem Megacamp, wie sagen es, aufs nächste Level kommen. Das heißt, wir arbeiten darauf hin, in die Axica, also nach Berlin, ans Brandenburger Tor zu gehen. Wir schätzen, dass es eine hybride Veranstaltung wird, denn wir sind im vierten Quartal, da dürfte es mit den Impfungen schon viel besser aussehen. Und jetzt die zweite Warum-Frage. Die erste war, warum initiiert RNV dieses? Und die zweite Frage ist, warum ist dieses Engagement für Genossenschaften so stark? Wir sind davon überzeugt, dass Genossenschaften voll im Trend und cooler denn je sind. Wem das Wort cool nicht so gefällt, kann das Wort gerne austauschen gegen angesagter denn je.
attraktiver denn je oder denn moderner denn je. Denn wir sind davon überzeugt, dass Genossenschaften Zukunft gestalten. Dies möchte ich gerne ein bisschen hinterfüttern. Professor Henry hat ja schon die Definition von Genossenschaften dargestellt von der ICE, und auf den Seiten, auf der Website der ICE findet man noch einen weiteren Satz. A cooperative is a business driven by purpose and values, not just profit, to create a better world through cooperation. In dieser Beschreibung, das ist nicht die Definition, in dieser Beschreibung wird der sinnvolle Zweck, der Purpose und die Werte, die Values hervorgehoben, die das Unternehmen leiten. Und dass es nicht nur der Gewinn ist. Um eine bessere Welt zu schaffen, nachhaltig zu sein, Impact herzustellen, und zwar durch Zusammenarbeit. Somit ist Purpose, Values und Impact in der genossenschaftlichen DNA. Und das sind die Worte, die momentan voll im Trend sind in der Innovationsszene, in der Gründer- und Start-up-Szene und in der Nachhaltigkeitsszene. Wenn man also anschlussfähig sein will an diese Communities, die zukunftsgestaltend sind, ist es, finde ich, wichtig, Genossenschaften nicht nur so zu beschreiben, wie es im Paragraph 1 des Genossenschaftsgesetzes steht, sondern auch auf Formulierungen zu schauen, die für die Zielgruppen, die man ansprechen will, auch sehr anschlussfähig sind. Außerdem, und das ist ja das Thema der Tagung heute, es geht ja auch um nachhaltiges Wirken. Es ist die Überzeugung, dass Genossenschaften das Modell für nachhaltiges Wirtschaften sind oder im Englischen Sustainable Business. Denn sie tragen zu der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN bei. Die UN sagt, the 17 Sustainable Development Goals, die SDGs, are the world's best plan to build a better world for people and our planet by 2030. Herr Professor Henry hat ja das Thema nachhaltige Entwicklung angesprochen. Herr Holzenkamp hat Nachhaltigkeit als das Megathema angesprochen. Ich bin überzeugt und wir sind überzeugt davon, wenn Genossenschaften eine noch stärkere Verbreitung finden wollen und sollen und können, dann ist es wichtig, diese Verbindungslinie zum Thema Nachhaltigkeit deutlich herauszuarbeiten. Und diese Seite kann man jetzt sehen wie eine Behauptung, man kann es aber auch belegen. Schauen wir uns die Geschäftsfelder und die Bereiche an, in denen Genossenschaften heute aktiv sind und die es tagtäglich tun. Im Bereich der Energie sind über 800 Energiegenossenschaften jene, die auf das SDG 7 bezahlbare und saubere Energie einzahlen und so des Weiteren auf das Nachhaltigkeitsziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir sehen 1800 Wohnungsgenossenschaften, einige Mobilitäts- sowie Regional-, Stadt-, Quartiers- und Dorfentwicklungsgenossenschaften, die einzahlen auf das SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden. Wir sehen Genossenschaften im Bereich Gesundheit und Pflege, Kultur, Freizeit und Sport, die zum SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen beitragen. Und wir sehen die Genossenschaften in Ernährung, Landwirtschaft, Handel, Handwerk, Dienstleistung, Digitalisierung, Infrastruktur, gerade auch in diesen Bereichen sehr interessante, frische Gründungen, Start-ups in dem Sinne, die auf SDG 9 zur Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie nachhaltige Produktion und Produktion so, und auch natürlich beim Thema Ernährung keinen Hunger einzahlen. Wir sehen rund 200 Schülergenossenschaften, die auf das SDG 4 hochwertige Bildung einzahlen. Und allen gemeinsam ist, dass die menschenwürdige Arbeit und das Wirtschaftswachstum, diese Verbindung zum SDG 8 sieht man noch ganz klar auf den Seiten der ICE und natürlich Nachhaltigkeit 17, partnerschaftliche Zusammenarbeit für die Ziele. Eben hatten wir eine Fragestellung, sind Genossenschaften gemeinwohlorientiert oder nicht? Natürlich ist das Mitglied oder die Mitglieder im Fokus. Behalten wir uns die DNA nochmal vor Augen. Es geht darum, das Leben von Menschen zu verbessern.
Es geht um die Verbindung von Unternehmertum und Werteorientierung. Es geht um die werteorientierte Governance, um die werteorientierte Unternehmensführung und Nachhaltigkeit dabei. Und mit dem, was Genossenschaften heute schon tun, ist das die Überzeugung, dass sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und gemeinwohlorientiert wirken. Und dass das daher in der Genossenschaft zwischen DNA enthalten ist. Zurück oder nochmal den Blick auf die Start-up- und Gründerszene. Sie alle kennen aus Zeitung, Fernsehen oder woher auch immer diese Diskussion um die Start-ups und die Gründer. Und es geht um die Einhörner und die Unicorn, so schnell aufstrebende Start-ups. Und es gibt ein Alternativmodell, das sind Zebras, die zugleich unternehmerisch und werteorientiert halten. In dem Sinne sind Genossenschaftsgründungen mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial Start-ups. Sie sind Zebras aufgrund ihrer genossenschaftlichen DNA, wo ich jetzt hier in diesem Vortrag nur einen kleinen Ausschnitt erläutern kann. Aber wenn man das gesamte Spektrum auffächert, kann man klar sagen, Genossenschaften erfüllen voll die Kriterien für Zebras. Und Zebras sind das Modell für Startups einer neuen und nachhaltigen Wirtschaft, in der Unternehmen verantwortungsbewusst handeln und eine bessere Welt schaffen für Menschen und unseren Planeten. Daher sind Zebras die Alternative zu Unicorns, zu Einhörnern. Und dieses Bild des Zebras ist ein frisches Bild in der Start-up- und Gründerszene, was sehr, sehr anschlussfähig ist für jene, die verantwortungsvoll und werteorientiert Unternehmen führen wollen. Ja, es ist schon angesprochen worden, die Genossenschaften sind als immaterielles Kulturerbe anerkannt von der UNESCO. Aber es findet sich auch Folgendes. Vielleicht war jemand von Ihnen schon mal im Futurium, dem Haus der Zukunft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin. Als ich vor einigen Monaten dort war, in dem Haus, in dem es sich um die Frage dreht, wie wollen wir leben, entdeckte ich in dem Bereich anderes und neues Wirtschaften, anderes und neues Arbeiten, Genossenschaften. Genossenschaften werden in diesem Futurium als Zukunftsgestalter präsentiert. Natürlich werden Energiegenossenschaften besonders hervorgehoben, weil das ja die Gründungsbewegung bei Genossenschaften in den letzten Jahren waren. Aber es wird der Bogen gespannt auch auf viele weitere, denn Genossenschaften verbessern das Leben von Menschen, sind voll im Trend. Und wenn sie nicht im Trend wären, rückschließend, wären sie nicht im Haus der Zukunft dargestellt. Halten wir nochmal zusammenfassend fest. Nachhaltigkeit ist in der genossenschaftlichen DNA. Genossenschaften verbessern das Leben von Menschen. Sie sind das Modell für nachhaltiges Wirtschaften. Und jetzt ist folgende Frage. Wenn Genossenschaften wirklich, wirklich so gut sind, brauchen wir dann mehr davon? Ich denke ja. Ja, wir brauchen mehr davon. Und ein Teil davon ist, mehr Kommunikation zu machen, mehr PR-Arbeit, mehr Marketing. Wir haben die verrückte Situation, dass wir 22,7 Millionen Bürger in Deutschland haben, Mitglieder in Deutschland haben von Genossenschaften. Aber der Bekanntheitsgrad in der Gründer-Startup-Nachhaltigkeitsszene, ebenso bei IHKs und anderen mehr, ist in Forschung und Entwicklung in Hochschulen ist überraschend gering. Das war eine der Motivationslagen, das MakerCamp mit der Website als Plattform aufzusetzen, um frische Informationen für die Zielgruppen anschlussfähig zu präsentieren. Die R&V-Versicherung hat einen Podcast aufgesetzt, den sogenannten Genofunk. Seit Januar 2021 ist er online und wir haben schon mehrere Folgen, in denen wir über Genossenschaften berichten, on air, wie man so schön sagt. Ich selbst werde
von anderen zu Podcasts eingeladen, um über Genossenschaften zu erzählen, wie zum Beispiel den sogenannten Master of Transformation Podcast von Ingo Stoll. Gemeinsam mit dem Genossenschaftsverband führen wir Informationsveranstaltungen durch, digitale Informationsveranstaltungen, Impulsvorträge. Beispielsweise durfte ich am Montag für angehende Journalisten einen Impulsvortrag über Genossenschaften halten. Aber es geht auch darum, in Medien zu kommen, in Artikeln, in Zeitschriften zu kommen, die außerhalb der Genossenschaftswelt sind. Wie hier beispielsweise die soziale Ordnung der CDA, das ist also der der arbeitnehmernahe Flügel der CDU, oder auch in dem Magazin Forum Nachhaltig Wirtschaften oder Bankmagazin und anderen mehr. Also Kommunikation und Marketing ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, um mehr Genossenschaftsgründung herzustellen. Und das war das Motiv für das Megacamp Genossenschaften. Wir sind überzeugt davon, dass Genossenschaften gut sind, dass sie einen Beitrag für Mitglieder und für die Gesellschaft leisten. Und deswegen haben wir als R&V die Initiative gestartet und freuen uns über jeden, der als Partner mitmachen will und gerne auch ein Save the Date. Wir arbeiten momentan auf den 28. und 29. Oktober 2021 hin für das nächste Megacamp in Berlin in der Axika. Wir können noch nicht zusagen, dass der Termin klappt, aber wir arbeiten darauf hin und ansonsten wird es ein anderer Termin im vierten Quartal. Und wer mehr sehen will, gerne auch ein Video anschauen, ein vierminütiges vom Megacamp im Januar letzten Jahres. Soweit meine Informationen, um Sie zu informieren, welche Initiative wir haben, und freuen uns über alle weiteren, die auch zu den Genossenschaftsmachern zählen wollen und einfach dabei sind. Vielen Dank.